Ich hab ihn! Willi! Oh, das ist gut, du stehst für mich Wache. Irgendwelche Vorkommnisse? Nein, hier ist alles ruhig. Eure Beere geht's gut. Da, bitte. Hä? Aber, es war immer jemand bei ihr, Obstchef, Oberstchefgeneral. Als ich nach dem Ball gesucht hab, da hat Willi die Beere bewacht. Warum suchst du nach Bällen, wenn du Wache halten sollst, Emil? Nichts gegen Willi, aber Wache halten will gelernt sein. Der Ball ist weggeflogen und Willi hat mich gefragt, ob ich ihn wiederhole. Ja! Eine Ameise ist immer hilfsbereit und Maya und Willi brauchten meine Hilfe. Ja, das war sehr nett von Emil, dass er für uns den Ball gesucht hat. Aber es hat meinen Mann von seiner Aufgabe abgehalten. Und jetzt haben wir den Salat. Ich meine, jetzt haben wir kein Obst mehr. Aber die Himbeere kann doch nicht weit sein. Wahrscheinlich ist sie einfach nur weggekullert. Wir sollten sie suchen. Wir sind nicht der Suchtrupp, wir sind der Wachtrupp. Die Beere hat sich jemand unter den Fühler gesteckt. Also das ist mal sicher. Männer, Abmarsch! Warum soll ich eine Himbeere suchen, die ich nicht essen darf? Hätte ich sie vorhin schon gegessen, müsste ich sie jetzt nicht suchen. Aber wenn wir sie finden, dann lässt sich Paul bestimmt mal probieren. Als Dankeschön. Hilfst du mir also? Die Beere ist super saftig. Die muss doch eine Spur hinterlassen haben. Nichts. Kein Himbeersaft weit und breit. Vielleicht hat ja ein Vogel die Himbeere aufgepickt. Na, hast du was gefunden, Willi? Nö. Hallo, kleine Beere, ich bin's, der Willi. Maya, eine Himbeerspur. Oh, komm, fliegen wir nach oben, Willi. Da sehen wir besser. Nicht schlecht, aber eine Spur zu süß. Willi wird vielleicht Augen machen, Nektar und Himbeere. Maya, nicht so schnell. Vielleicht hat ja Lara was gesehen. Ihr Baum ist hier ganz in der Nähe, Willi. Hallo, ihr zwei. Ihr könnt es wohl nicht erwarten, meine Überraschung zu sehen. Oh ja, das würden wir sehr gerne, Lara. Ich hoffe sehr, es ist was Leckeres zum Essen. Aber erst müssen wir eine Himbeere wiederfinden. Ja, sonst bekommen die Ameisen nämlich Vitaminmangel. Und dann hört die Freundschaft bei ihnen aber sowas von auf. Himbeer, Himbeer, Marsch! Vorwärts, Marsch! Vorsichtig, Männer, die ist noch saftiger als die andere. Paul! Hey, halt! Ihr habt eine andere gefunden. Das heißt, jetzt ist alles wieder gut, ja? Na bitte. Nichts ist gut, Maya. Das bringt alles durcheinander. Keine Fruchtspiele mehr in Ballnähe. Keine Ballspiele mehr in Fruchtnähe. Meine Männer brauchen volle Konzentration. Sollen wir denn